Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 21 Video und heute möchte ich dir zeigen, wie du perfekt in FIFA 21 reinstarten kannst. Ich werde euch heute insgesamt 5 Tipps mit auf den Weg geben, die ihr wirklich allesamt anwenden solltet zum Start von FIFA 21. Natürlich habe ich aber noch viele weitere Tipps für euch und die kommen dann einfach in neuen Episoden von dieser kleinen Serie, also von dieser kleinen Starter-Serie. Falls euch das heutige Video gefällt, einfach einen Daumen nach oben geben, das würde mich sehr, sehr unterstützen und falls ihr eben die anderen Teile dann nicht verpassen wollt, einfach diesen Kanal abonnieren. Ganz kurz nochmal der Hinweis, dass ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung den Link zu meinem Discord-Server findet. Dort gebe ich euch eben auch Trading-Tipps zu FIFA 21. Checkt das gerne mal ab in der Videobeschreibung. Okay, Freunde, dann starte ich ja einfach mal. Und zwar die Vollversion von FIFA 21 kommt ja am 9. Oktober, die Vorbestellerversion am 6. Oktober und davor kommt eben noch EA Access und die Web-App. Die Web-App sollte am 30. oder 31. September rauskommen und EA Access startet offiziell bestätigt am 1. Oktober. Also mit EA Access meine ich natürlich EA Play, aber das ist, denke ich, logisch. Das heißt, das erste, was passieren wird, ist eigentlich, dass die Web-App rauskommt. Und wenn die rauskommt, heißt das für dich, dass du aktiv werden musst. Du bekommst am Anfang in der Web-App erstmal Packs geschenkt, wenn du in den letzten Jahren auch FIFA gespielt hast. Da bekommst du 2 5K-Sets, 4 nur Spieler-Sets. Das sind Sets mit insgesamt 12 Spielern. 4 davon sind Gold und einer ist Rare, also die Packs sind nicht so krank, aber man kann sie auf jeden Fall mitnehmen und dann insgesamt 15.000 Münzen-Boost. Das heißt aber, du musst 15 Spiele machen, um diese Boost zu bekommen. Also du bekommst 15 mal 1.000 Münzen-Boost. Das heißt, du kannst die erst eben bekommen, wenn du dann in FIFA auch wirklich auf der Konsole drin bist. Die Web-App kommt aber vor der Vollversion und vor der Vorbestellerversion und auch vor EA Access kurz vorher eben raus. Das heißt, diese Münzen-Boost kannst du dann eben erst sozusagen abholen, wenn du eben die Vollversion in irgendeiner Art hast, also eben EA Access oder dann eben die Vorbestellerversion oder so. Das heißt, wenn du dann eben EA Access am 1. Oktober freischaltest, kannst du die 15.000 Münzen in den ersten 15 Spielen eben dann abholen. Diese Packs sind, und das wissen viele nicht, tradable. Das heißt, du kannst die Sachen einfach verkaufen. Dadurch hast du natürlich ein sehr, sehr geiles Startbudget. Das heißt eben auch kurz vor EA Access, wo du die Münzenboosts noch nicht abholen kannst, hast du schon mal ein Startbudget von, sagen wir jetzt einfach mal, mindestens 10.000 Münzen nur durch diese Packs. Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten Tipp und zwar, was macht ihr, wenn ihr einen richtig guten Spieler in der Web-App ziehen solltet? Ihr habt dann in diesem Fall 2 Optionen und zwar erstens habt ihr die Option, ihr behaltet den Spieler und verkauft ihn dann, weil ihr eben hofft, dass er eben steigen wird, oder ihr verkauft den Spieler ziemlich zeitnah und tradet mit den Coins. Und ich kann euch die zweite Option viel, viel mehr empfehlen. Denn wenn wir uns den Graphen von Messi hier mal anschauen, dann sehen wir, okay, der ist da am Anfang gut hochgegangen. Zu eurer Information, am 24. kam die Vorbestellerversion, am 27. die Vollversion und hier eben hat dann die Web-App begonnen. Sie hat, glaube ich, am 18. offiziell begonnen. Der Graph ist erst ab dem 19. Ihr seht, dass der Spieler auf jeden Fall gestiegen ist bis zum 22. September. Also 2 Tage vor der Vorbestellerversion. Das heißt, in diesem Jahr wird das der 4. Oktober sein. Und Freunde, diese Phase oder diese Sache, dass wir jetzt eben haben, dass am 22. die Spieler teurer sind, die haben wir komischerweise bei eigentlich jedem Spieler. Kanté auch 200k am 19. September und dann am 22. war er 360.000 Münzen wert. Ja, dasselbe haben wir auch bei Bale, am Anfang 100k wert gewesen in der Web-App und dann am 22. 217k, also kurz vor der Vorbestellerversion steigen die Spieler extrem. Anscheinend 2 Tage vor der Vorbestellerversion ist ein guter Zeitpunkt, um seine Karten zu verkaufen. Bei Coman ist es zum Beispiel ein bisschen was anderes, weil es halt eher eine günstige Karte ist, aber da zum Beispiel ist es auch relativ egal, ob du den jetzt für 27 oder für 23k verkaufst, ist nicht so wichtig, weil das halt auch wirklich hier ja fast 2 Wochen sind oder 1,5 Wochen ungefähr und in 1,5 Wochen einen Spieler zu halten für 4.000 Münzen, das lohnt sich nicht. Dann haben wir noch Alaba eben hier am Anfang 26k, am 22. 57.000 Münzen, also ihr seht, dieser 22. September ist ein Datum, wo die Spieler eigentlich alle viel wert waren. Das heißt, dieses Jahr wird das der 4. Oktober sein, an dem die Karten hoffentlich eben auch wieder so einen kleinen Peak haben, sage ich jetzt einfach mal, an dem sie halt wirklich immer ganz gut für einen guten, souveränen Preis weggehen. Ihr könnt die Karten natürlich auch behalten, zum Beispiel bei Messi wäre das sinnvoll gewesen, den hätte man dann eben Mitte Oktober, das wäre dieses Jahr dann Ende Oktober, für wesentlich mehr verkaufen können. Allerdings ist hier halt eine große Zeit dazwischen und
das heißt nicht, dass der, also es heißt nicht, dass der Spieler wirklich steigen muss. Am ehesten würde ich Spieler halten, die wirklich sehr, sehr viel kosten. Also Spieler wie zum Beispiel Messi, weil die steigen halt wirklich relativ konstant. So Spieler wie Bale oder so, die können schon mal droppen. Kanté zum Beispiel ist aber auch leicht gestiegen, aber ob du den jetzt eben hier für 400k verkaufst oder hier für 360, das ist eigentlich relativ egal, beziehungsweise es ist klüger, den hier für 360 zu verkaufen, weil du dann eben mit den Coins traden kannst. Und wenn du Coins auf dem Konto hast, mit denen du traden kannst, ist das viel, viel besser, als wenn du einen Spieler hältst und eben keine Coins zum Traden hast. Also Kurzfassung, was macht ihr, wenn ihr einen guten Spieler in der Web-App zieht? Ihr verkauft ihn nicht direkt zu Beginn der Web-App, sondern am 4. Oktober könnt ihr ihn verkaufen oder ab 4. Oktober könnt ihr die Karte verkaufen. Ihr könnt dann natürlich ein bisschen spekulieren, ob er vielleicht noch ein bisschen mehr wert wird oder nicht, aber man sieht hier, in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass, oder beziehungsweise im letzten Jahr war es immer so, dass die Karten eben 2 Tage vor der Vorbestellerversion, also am 4. Oktober, eben ab da sind sie sozusagen gesunken, bis dahin sind sie gestiegen, da ist eben so ein Peak, den würde ich mitnehmen. 4. Oktober ist ein guter Zeitpunkt, um Karten zu verkaufen und dann eben mit diesen Coins einfach weiter zu traden. Dann gibt es jetzt den zweiten Tipp für euch, und zwar ist das eine kleine Trading-Methode, die absolut einfach ist und die du auf jeden Fall umsetzen kannst. Denn Trading muss nicht immer kompliziert sein. Viele von euch denken, ey, man muss da sich ganz viele Statistiken anschauen, ganz viele Graphen, du musst alles beobachten, wochenlang und was auch immer. Absoluter Blödsinn. Trading kann teilweise super einfach sein. Und zwar eben mit Low-Budget überteuert verkaufen mit Non-Rare-Gold-Karten. Wie macht man das Ganze? Die Methode geht, by the way, eigentlich jedes Jahr. Im Endeffekt musst du einfach nur Gold-Karten für 400 Münzen ungefähr erbieten. 350, 400 oder 300 Münzen, halt einfach bis zu 400 Münzen erbieten. Diese Karten müssen aber eine gute Liga haben, gute Nation, gute Werte, gute Position und SBC-relevant sein. Merkt euch diese 5 Dinge, ja, schaut sich nochmal kurz an, spult zurück und merkt euch die Dinge, ja. Gute Liga, Nation, Werte, Position und SBC-relevant. Es muss nicht alles vorhanden sein. Also es kann zum Beispiel auch ein Spieler sein, der in der Premier League spielt, der eine gute Nation hat, zum Beispiel eben, weiß ich nicht, Franzose, gute Werte hat, aber zum Beispiel seine Position jetzt, ja, weiß ich nicht, zentral ist oder so, ZM. Das ist jetzt nicht so heftig. Am besten sind die Positionen LV und RV, RM und LM. Und Innenverteidiger sind auch immer ganz gut. Torwerte zum Beispiel gehen da fast gar nicht bei dieser Methode. Und zum Beispiel ist der Spieler dann auch nicht SBC-relevant. Das muss nicht der Fall sein, aber es müssen eben ein paar Sachen auf jeden Fall gegeben sein. Und diese Karten erbietet ihr einfach für 300 bis 400 Coins und stellt sie leicht überteuert für 500 bis 600 Münzen auf den Markt. Das hört sich jetzt blöd an, man denkt sich, ey, da macht man keinen Gewinn. Aber Freunde, diese Methode macht ihr auf Masse. Mass Bidding macht ihr da. Wenn ihr eine Karte für 400 Coins kauft und für 600 Coins verkauft und ihr das 100 Mal macht, habt ihr 20.000 Münzen Gewinn. Natürlich, EA-Gebühren muss man noch abziehen, das heißt, es ist ein bisschen weniger als 20k Gewinn. Aber Freunde, sagen wir, es sind dann 15.000 Münzen Gewinn. Wenn man auch einen Spieler mal ein bisschen günstiger, mal ein bisschen teurer verkauft, sagen wir, man kommt bei 100 Spielern ungefähr auf 15.000 Münzen. Das ist top, Freunde, das ist wirklich top. Damit könnt ihr mega, mega zufrieden sein, denn 15.000 Münzen in der Web-App-Phase sind absolut viel. Diese Coins könnt ihr weiter investieren, weiter traden, aber diese Methode auf Non-Rare-Gold-Karten zu bieten und die dann eben leicht überteuert zu verkaufen, mit guten Ligen und so, die ist wirklich jedes Jahr immer wieder ein Dauerbrenner. Dann kommen wir jetzt zum dritten Tipp. Dieser Tipp ist wirklich wichtig, aber auch eigentlich logisch. Ihr solltet eure Transferliste immer so gut es geht ausnutzen. Ihr werdet wahrscheinlich wieder eben alle 100 Plätze direkt haben. In FIFA 20 hat man nämlich auch alle 100 Transferlistenplätze direkt bekommen. Ihr solltet diese Transferlistenplätze wirklich so gut es geht nutzen, egal welche Packs ihr gezogen habt, egal welche Starterpacks und so. Versucht wirklich alles einfach zu verkaufen, auch Wappen, auch Trikots, nehmt jeden verdammten Coin mit, vor allem in der Web-App-Phase, denn jeder Coin ist wirklich Gold wert und ihr müsst wirklich sehr, 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 sehr darauf aus sein, dass ihr jeden einzelnen Coin mitnehmen wollt. Also die Trikots und alles nicht einfach abstoßen aus den Starter-Packs. Wenn ihr noch Transferlistenplätze frei habt, einfach alles anbieten, ja? Euch kann nichts passieren, außer dass ihr eben noch mehr Coins macht. Dann erkläre ich euch jetzt den vierten Tipp und das ist Trikot-Trading in FIFA 21. Das ging auch wirklich jedes Jahr in der Web-App und es ist eine wirklich gute Web-App-Methode. Du kannst sie auch im Jahr ganz normal anwenden, aber in der Web-App funktioniert sie besonders gut. Und zwar gibt es teilweise Trikots, die eben extrem teuer sind. Das kann sein, weil sie nicht oft gezogen werden, weil sie geil aussehen, weil, ja, Leute eben eine hohe Nachfrage nach diesen Trikots haben, weil sie eben zum Beispiel heftig aussehen oder so. Grundsätzlich für euch auch egal, warum die Trikots viel wert sind. Wichtig ist nur, dass die Trikots viel wert sind. Das heißt zum Beispiel,
Wenn ein Trikot irgendwie 1000 Münzen kostet in der Web-App, dann könnt ihr mit diesem Trikot sehr gut traden. Und zwar müsst ihr einfach nur auch auf diese Trikots bieten oder nach Schnappern Ausschau halten. Schnapper sind eben, wenn zum Beispiel ein Trikot, was 1000 Coins kostet, dann für 300 Coins drinnen ist. Das Ding ist, die Nachfrage nach diesen Trikots, beziehungsweise die Leute, die mit Trikots traden, die sind sehr, sehr wenige. Also es gibt nicht viele Leute, die mit Trikots traden und deswegen bist du eben dann einer der wenigen, der das dann machen wird. Das heißt, angenommen, wir finden ein Trikot, was dann 1000 Münzen oder so kostet. Dann schaut ihr einfach, auf welche man bieten kann und bietet auf alle, die irgendwie unter 400, 500 Coins kosten. Ich würde euch raten, nie über 1000 Coins auf ein Trikot zu bieten, weil die Preisschwankungen bei Trikots sehr, sehr hoch sind. Aber die Leute sind eben dafür bekannt bzw. sind dazu geneigt, eben viele Coins für ihr eigenes Trikot auszugeben. Das heißt, wenn ich jetzt eben Fan von einer Mannschaft bin, dann bin ich dazu bereit, eben 1000 Münzen für das Trikot in FIFA auszugeben. Und genau deswegen sind die Trikots teilweise eben auch so viel wert. Das heißt, ihr schaut einfach nur, welche Trikots kosten viel, am besten natürlich Bronze- und Silbertrikots, bietet dann auf diese Trikots und verkauft sie dann einfach teurer weiter. Ganz, ganz einfach. Dann sind wir jetzt auch schon beim fünften Tipp angelangt. Wenn ihr in FIFA 21 FIFA Points investiert, dann solltet ihr diese FIFA Points unbedingt auch in Drafts investieren. Das heißt, ihr sollt mit den Points Foot Drafts spielen. Auch natürlich, wenn ihr halbwegs gut seid. Also wenn ihr jetzt ganz, ganz mies seid und irgendwie noch nie FIFA wirklich gespielt habt, dann zieht lieber Packs, zieht 2 7,5k Packs für diese 300 FIFA Points. Also mit 300 FIFA Points kann man ja ein Draft spielen. Das entspricht eben 2 7,5k Packs. Wenn ihr jetzt aber halbwegs gut in FIFA seid, und damit meine ich, dass ihr halt die erste, vielleicht auch die zweite Runde bei den Drafts eigentlich so gut wie immer übersteht, dann solltet ihr wirklich Drafts ballern, denn die können euch extrem geile Packs geben. Ja? Ihr könnt, wenn ihr die Drafts gewinnt, 45.000 Münzen bekommen, 100k Sets, 50k Sets, 35k Sets. Das ist alles wirklich viel, viel besser als die 7,5k Packs, wenn ihr euch die eben im Shop kaufen würdet. Also wirklich einfach nur machen, wenn ihr auch nicht ganz so schlecht Zeit. Und ich habe eben in FIFA 20 auch nochmal ein Video gemacht, wie viel Profit man mit einem Draft ungefähr macht. Da muss man dazu sagen, dass die Spielerpreise zu dem Zeitpunkt alle sehr, sehr hoch waren. Wir haben da aber im Schnitt pro Foot Draft 20.000 Münzen Profit gemacht. Also wir haben 15.000 Münzen gezahlt und haben aber dann extra noch 20.000 Münzen gemacht. Das heißt insgesamt 35.000 Münzen im Schnitt aus einem Draft. Das war natürlich Wahnsinn in FIFA 21, wenn ihr eben aber FIFA Points eben euch holt. Dann investiert die in Foot Drafts. Das ist nämlich wahrscheinlich auf Dauer sinnvoller, wenn ihr eben nicht so schlecht seid in FIFA. Und damit war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 21 Video. Falls es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Du kannst den Kanal gerne abonnieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den kommenden Videos, mit den kommenden Tipps und Tricks, eben wie man gut reinstarten kann in FIFA. Ich bin raus. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.